Cut. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War. Der Kleine guckt immer so grimmig, seht ihr das? Rechts unten. Hammer. Lächelt ja kein bisschen. Voller böse Blick. Egal. Machen wir weiter mit Grendel aus der Asche. Oh, da ist ja gar nichts. Wow. Grendel aus dem Frost. Okay. Mega easy. Boah, die haben ja gar nichts drauf. Jungen umgehauen. Ja, aber. Easy. Jetzt mal ohne Witz. Wie sind die denn so. Wow. Wow. Wie sind die denn so einfach? Okay, der heilt sich, aber. Guck mal, der eine ist schon weg, der zweite ist auch schon weg. Ey, das war ja gar nichts. Was sind das denn für Lappen gewesen? Geil. Schwerer Runenangriff. Was ist das? Chaosflamme, damit kann ich die Schwerter aufmotzen. Hab größere besiegt. Ja, ich bin verkehrt herum. Wo lang geht's zur Sandschale? Oh, da ist eine Kiste. Mega, okay. Nice. So, dann snacken wir mal schnell die Kiste. Was ist das? Klingen. Knauf. Okay, ich habe immer noch keinen Schimmer, wo die Siegel sind. Vielleicht hätte ich mich vorher informieren sollen. Schnell die Siegel. Ha. Zerstören, um dann an diese komische Kiste da zu kommen. Die ist hier, ne, oder? War die hier? Nein, die war nicht hier. Wo war die denn nochmal? War die auf der Seite da hinten? Oder auf der Seite da hinten? Nein, warte, da ist der Ausgang. Hier war sie. Da hinten ist sie. Okay. Wo könnten die Siegel sein? Ich versuch's nochmal hier. Die müssten doch eigentlich hier irgendwo in diesem Raum sein, oder? Das ist doch sowas wie so ein Gesetz in diesem Spiel. Da bin ich hergekommen. Hier habe ich die erste Rune gekriegt. Da ist scheinbar gar nichts gewesen. Das ist auch so tückisch, dass hier alles so blau leuchtet. Ha. Da ist auch nichts, ne? Ist hier noch. Ah! Nein! Verdammt. Oh, komm schon. Bleib mal stehen. Oh, warte mal. So. Ah, warte mal. So, zweite Siegel. Aber wo ist der dritte Siegel? Problem. Ja, verflucht. Ah, ich kann doch hier jetzt nicht weg. Ich muss nur noch ein Siegel schaffen. Wo könnte das sein? Wo könnte es sein? Oh, so nah dran und doch so fern. So scheint es mir. Der müsste irgendwo hier sein. Ist hier was? Ich sehe hier nichts. Verdammt!
kann doch jetzt hier nicht weg. Ich habe fast alle Siegel gekriegt. Oben sehe ich auch nichts. Hier sehe ich auch nichts. Vielleicht sehe ich ja was, wenn ich hier nochmal zurücklaufe. Ah, Mist. Das ist echt tückisch, ne? Oh, Mist. Okay. Nein, hier ist nichts. Scheiße. Umsonst. Verdammt. Ist hier in dem Raum vielleicht das Siegel? Diese blauen Pilze irritieren mich. Ey, wenn ihr das Siegel gesehen habt, ne? Dann schreibt's in die Kommentare. Oder wisst ihr vielleicht, wo das ist? Weil ihr es schon durchgespielt habt. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich find das nicht. Nein. Oh, wartet mal. Ich hab Timer vergessen anzumachen. Upsi. Dann geht der Part ein bisschen länger. Ein kleines bisschen. Okay, hier ist der das Siegel aber auch nicht, ne? Verdammt. Das muss hier irgendwo sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Gewaltig sicher. Mist. Ach, komm schon, ey. Wo könnte es sein? Ey, das irritiert mich, dass hier alles so blau leuchtet. Wie so ein Siegel. Ist das vielleicht... Oh, da! Da! Oh, ist das geil. Ich hab's gefunden. Ich wusste es doch, dass es hier in der Nähe ist. Oh, verflucht. Oh, komm schon. Mist. Alter. Okay, einfach durchlaufen. Gar nicht erst versuchen. So, mal sehen. Was gibt's? Hat sich das gelohnt? Oh, ein Apfel. Oh. Die habe ich ja ganz vergessen, die Äpfel. Oh, oh, Glück gehabt. Okay, weiter geht's mit dem Abenteuer. Wir haben jetzt den Stein, der uns nach Jötunheim bringt. War das Jötunheim? In die Welt der Riesen, da wo der höchste Gipfel der Welt steht. Und da begeben wir uns jetzt hin. Ach, komm schon. Komm. Warum? Ach so, ich muss mit dem Kreis. Genial. Hä? Die Bänke waren vorhin aber nicht da. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Limnos. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Komplett nach oben. Das ist eine Überraschung. Hä? Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort?
Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Nicht ganz. Ja. Ah, aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. Ganz schön übermütig geworden, der Kleine. Okay, was ich machen will, ist auf jeden Fall... Wir gehen, wohin wir wollen. Tun, was wir wollen. ...die Waffen aufwerten. Ja, nachdem wir die Rune nach Jüttenhelm gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Okay. So, Chaosklingen und Klauenbogen können wir verbessern. Geil. Levitan-Axt nicht, Chaosklingen. Definitiv. Damit bald wieder. Yes. Ich habe Pläne. Sehr geil. Okay, und Klauenbogen. Geil. Kann ich den nochmal verbessern? Schade. Was hast du vergessen? Wäre natürlich richtig geil gewesen. Was ist das? Gewichtslose Griffe des Schutzes. Die sind jetzt nicht so geil. Achso, die habe ich auf. Klingenknauf. Schwellende Glut. Überall braucht man diese schwellende Glut, ne? Das ist der Wahnsinn. So, das brauche ich noch. Da brauche ich noch 12 Stück. Kleiner? Ah, Trias Rüstung könnte ich machen. Oh. Oh, nice. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Schnellfeuer verursacht der letzte Fall mehr Schaden. Das ist auch geil. Aus der Luft abgefeuert verursacht zusätzlich Schaden. Wenn Atreus Gegner wirkt, Atreus kann Gegner länger adresseln. Und das ist, manchmal findet Atreus Heilung. Heilungssteine sind natürlich mega geil, ne? Nach einer Runenbeschwörung fügen Pfeile für... Zieh ich ihm an. Legendäres Runengewand. Mega geil. Sehr, sehr geil. Man kann sich auch nur für eine Sache entscheiden. Du hast dich entschieden. Okay, weiter geht's. Das wird auf jeden Fall so ein Story. Story-Part wieder. Wir konzentrieren uns nur auf die Geschichte. Keine Wege abseits. So. Karte? Nein, nein. Oh. Neue Fähigkeiten. Braucht der Kratos. Einfach. Alles kaufen. Chaosschlag. Sehr, sehr geil. Elementarkampf. Oh, warte. Atreus hat ja auch Stufe 5. Letzte Stufe erreicht. Ha! Sehr geil. Was jetzt noch? Gar nichts. Sehr, sehr cool. Okay. Hier haben wir noch was. Ach so, ja. Okay, das Runengewand. Was haben wir hier noch? Habe ich da was? Ah, tatsächlich. Da, der große Rage. Was habe ich denn da noch? Ah. Okay, so. Jetzt kann es richtig losgehen. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie lang das Spiel noch ist. Ich habe das Gefühl, wir sind schon am Ende. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Das war doch... viel länger. Kann er das jetzt lesen? Noch ein Name. Eigentlich? Rota. Noch eine Valkyrie. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tyrs Feuerschalen geritzt? Okay. Warum können wir die Namen der... Oh, stimmt. Hier. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Habe ich das nicht letztens... Achso. Ah. Hier kommen doch Gegner, nicht wahr? Die habe ich letztens nicht gepackt.
Oh, ich habe das Gefühl, die packe ich diesmal auch nicht. Wow. Oh. Alter, mit zwei Schlägen hat sie mich niedergemacht. Was war denn das bitte? Soll ich das nochmal versuchen? Also das ging mir echt ein bisschen zu schnell. Wow. Ich probiere es nochmal. Aber das war hart irgendwie. Wow. Okay. Oh. Direkt tot oder was? Nee. Ich kann drauf boxen, aber tot ist sie nicht. Okay. Was? Boah, die sind aber hart, ey, die beiden. Wow. Wow. Wow, dass es um die Ecken geht. Wow, dass es so viel wegnimmt. Wow. Alter, ist das krass. Nee, die mache ich nicht. Da muss ich viel zu krass aufpassen. Wobei, die eine habe ich schon fast gekillt. Verdammt. Das nervt. Soll ich es nochmal machen? Ich weiß es nicht. Die sind aber echt hart. Ey, warum sind die denn so krass? Und dabei sind die nur Stufe 5 und 7. Ne, 6 und 7. Verstehe ich nicht. Mach dich bereit, Junge. Komm, ich mach mal hier diesen Wirbel. Boah, das nimmt dir gar nichts weg. Noch schlechter. Nee, das wird nichts. Da bin ich einfach zu schwach für im Moment. Krass! Holy moly, sage ich da nur. Was zur Hölle? Krass. Ja, schade. Ich kann sie nicht lesen. Immer noch nicht? Ich dachte, du wärst so weit, Junge. Okay. Mist. Atreus, folge mir. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund, um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Du warst dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Okay. Na gut. Das hat wehgetan. Das glaube ich. Sehen wir uns euer Zeug an. Nett war das jedenfalls nicht.
Krass. Kann der denn irgendwas machen? Nein. Ich habe ja schon alles. Oh. Okay. Das Vieh ist weg, das Vieh ist weg. Hey, wow. Eigentlich sind die voll easy. Ah, ich hab keine Lust. Ich hau den so um. Sonst dauert das einfach zu lange. Der war echt easy. Wo ist denn hier noch was? Oh, da! Oh! Weg. Kein Problem. Die, das würde uns aufhalten. Alles klar, wo geht's hoch? Schon wieder kaputt. Weißt du, Scheiß. Langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Ging das hier hoch oder auf der anderen Seite? Ah, jetzt kann ich auf jeden Fall die Kisten hier öffnen. Das ist doch gut. Okay, so. Nette Sache. Oh, das ist was Besonderes. Legendärer Zauber. Okay, dann müssen wir wieder den Berg hochklettern. Mein Gott. 500 Meter. Und weiter. Das war aber lang. Oh Mann. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als gut. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Wenn der sich da nur eigentlich irrt, der Kleine. Ach. Na gut. Oh. Oh, direkt weg. Boah, ich hab das Gefühl, die sind voll einfach geworden. Vielleicht sollte ich wieder nach Muspelheim. Wieder so eine Folge voller Arena-Kämpfe. Schaden wird's nicht. Wo kriege ich denn so eine Flamme her? Was ist das denn da oben? Nee, doch nicht. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Okay. Oh, ich glaube, hier ist eine Walküre. Soll ich hier gegen eine Walküre kämpfen? Soll ich es wagen? Oh ja, hier ist auf jeden Fall eine Walküre. 3 von 7. Habe ich schon 2 Stück besiegt? Verborgene Kammer von Odin. Das waren immer Odins Kammern, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ach, kommt schon, Fahrstuhl, fahrt schneller. Wir haben doch keine Zeit. Oh. Oh.
Erneut stellen wir uns einer Walküre. Mal gucken, ob ich den Sieg erringen kann. Oder ob das eine Folge voller Schande sein wird. So, wartet mal, ich gehe mal hoch, ne? Ich snack erstmal immer wieder die Kisten weg. Ich muss diese Äpfel finden. Wenn ich alle Äpfel habe, dann habe ich volle Energie. Gravierteres Wappen. Ich hätte auch einfach den Save Point von meinem alten Spielstand von der PlayStation 4 nehmen müssen. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich nämlich ein neues Spiel Plus machen können und hätte... Ich habe ja alles gehabt, alle Äpfel und Rage voll. Und hätte, glaube ich, auch nicht so Schwierigkeiten hier mit den Herausforderungen, glaube ich, oder? Wobei New Game Plus ist meistens nochmal einen Ticken schwerer. Genau aus dem Grund, dass man alles hat. Weil man alles hat. Okay, so. Puh, das sieht so geil aus. Wenn du mit retten meinst, ihr die Flügel auszureißen, dann bin ich für ja. Schluss jetzt. Alle beide. Ich entscheide, was wir am besten tun. Oh Mann. Mach dich bereit. Okay. Oh, ich kann nichts machen. Vor allem sehe ich gar nichts mehr. Oh. Knall drauf, Mann. Wow, wow, Alter. Nee, das lohnt sich nicht. Alter, ist die krass. Also auf die Angriffspunkte muss ich erstmal klarkommen. Hey, boah. Nochmal. Oh, okay, das kann man nicht ausweichen. Das nimmt der aber auch fast gar nichts weg. Oh. Oh, verdammt. Mist. Mist. Oh, das nimmt ja echt fast nichts weg. Okay. Oh. Wow. Alter, den kann ich nicht ausweichen. Ist das heftig? Das ist auf jeden Fall eine Folge voller Schande. Alter, ist die krass. Wie ist die denn drauf, bitteschön? Wow. Komm, ein letztes Mal. Aber ich glaube nicht, dass ich die packe. Boah, ist das krass. Oh was? Oh was? Ich konnte nicht ausweichen. Oh mein Gott. Oh was ist denn mit dir? Mist. Geil, wie der da hochjumpt. Boah. Junge, ist die krass drauf. Oh, Alter. Boah, den kann ich nicht ausweichen. Das vergesse ich jedes Mal. Boah. Okay. Okay, 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 okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Auf jeden Fall macht der Junge hier Fettschaden, ey.
Oh mein Gott. Oh nein! Oh. Okay. Wow. Das ist heftig, ey. Ich krieg sie nicht hin. Oh nein! Hälfte habe ich. Ich versuch's mal. Oh, ist das heftig. Verdammter Mist. Okay. Oh. Okay, die hat ziemlich kurzen Prozess mit mir gemacht. Ah, scheiße. Drei Treffer und ich war weg. Krieg ich nicht hin. Also, beim besten Willen nicht. Ne? Ich könnte das wahrscheinlich schaffen, aber das würde zu lange dauern. Ich komme da irgendwann mal wieder zurück. Boah. Also ich sehe, ich habe ziemlich hohes Potenzial. Was würde ich sagen? Ich muss meinen Charakter auf jeden Fall aufleveln. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss unbedingt die Waffen verstärken, die Ausrüstung verstärken. Und dafür muss ich unbedingt den Vulkan schaffen. Wenn ich den Vulkan fertig habe, dann habe ich genug schwellende Glut, um die gesamte Ausrüstung zu verbessern, aufzumotzen. Oh, ich dachte, es geht höher. Und dann habe ich auf jeden Fall auch eine Chance. Aber das hier war gerade traurig. Sie hat mich innerhalb, also... Wow. Die hat mich ja voll vernichtet. So wie zur Hölle schaffe ich es, diese Gruft zu öffnen. Es muss doch hier irgendwo dieses Ding geben. Diese... Wie nennt sich das denn? Die Winde von Hel? Ha! Das gibt's ja gar nicht. Die müssten doch hier irgendwo in der Nähe sein. Bis jetzt habe ich sie nicht gesehen. Aber es muss auf jeden Fall hier sein, irgendwo. Denn da ist ein Punkt. Das heißt, ich muss mit den Pünktchen immer weiter laufen und einsammeln. Wo könnten die Winde sein? Ha. Also hier nicht. Es muss auf jeden Fall auf dieser Ebene sein. Es muss irgendwo hier sein, wo ich schnell und leicht drankomme. Kann ich hier, ne? Da! Ich sehe es schon. So. Hä? Was? Ah, jetzt. Ich sag doch, das ist hier. Irgendwo. So. Jetzt hole ich mir diese Gruft. Kein Risiko eingehen. Schön. Stückchen für Stückchen. Was gibt's denn da in solchen Gerüchten? Haben wir noch nie aufgehabt, oder? Auf jeden Fall eine goldene Kiste. Das ist gut. Hephaistos Schuss. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht geil aus. Hammer, das sieht geil aus. Spartanersturm. Nee. Aber Hephaistos Schuss ist geil. Das ist geil. Das nehme ich. Probiere ich mal damit. Guck mal, das kann ich auch noch verbessern. Oh, okay. Das war's mit dem Verbessern. das ist geil. So, dann wir gehen uns weiter auf den Berggipfel. Ist ja heftig, dass man hier wieder alleine, dass man hier wieder laufen muss. Ich fand das mit dem Aufzug viel angenehmer. Aber so kann man auch die Zeit strecken. Oh, ernsthaft? Die sind ja easy. Ey, ich verstehe das nicht, ne? Es ist alles total easy, bis auf diese Gegner, die ich gerade hatte. Oh, was? Oh, was ist denn mit denen los hier? Vorsicht, hinter dir! Wow.
Komm, her mit den Wölfen. Aber das wirkt so total unbalanced, ne? Aber daran merkt man, dass es halt einfach Herausforderungen für das Ende ist. Das Ende des Spiels. Wenn man so... ja, am Ende ist, alles erreicht hat und noch ein paar Herausforderungen sucht. So erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so. Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen. Die Götter sind eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Okay. Ah, der Junge ist echt ätzend geworden. Ich mochte ihn auf jeden Fall vorher lieber, bevor er wusste, dass er ein Gott ist. Okay, ja, oh, ich sehe gerade, wir haben über eine halbe Stunde, 36 Minuten. Damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir erklimmen in dem nächsten Part natürlich den Gipfel weiter und versuchen nach Jötunheim zu kommen, der Heimat der Riesen. Und ich werde auch versuchen, hier den Rathaus ein bisschen aufzuleveln. Das gibt's doch gar nicht, dass er so wach ist. Guck mal, ich habe vergessen, diese Fähigkeiten aufzuleveln, sehe ich gerade. Das ist natürlich ganz schlecht. Und dementsprechend werde ich natürlich im nächsten Part weitermachen und wir erklimmen den Gipfel, wie gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.